Dankeschön. Zu den beiden Referenten heute, also Georg Diedl, ich habe es ja schon angesprochen, Georg Diedl war ORF-Journalist und ist Historiker. Er hat bereits 1985 die Vergangenheit, die NS-Vergangenheit von Kurt Waldheim aufgedeckt. Und es ist auch damals schon kurz über den ORF gegangen. Also es war monatelang, bevor andere Journalisten sich damit beschäftigt haben. Und das ist praktisch so ein Part der Recherche, praktisch der Aufklärung der Geschichte aus journalistischer Sicht her und daher so ein bisschen aus der Medienberufe-Seite kommend. Doran Rabinowitsch hier vorzustellen, ist, glaube ich, ja, etwas müßig, ja, aber warum es noch besonders wichtig ist, dass er auch auf dem Tisch sitzt, dass er eben nicht nur Sprecher vom Republikanischen Club ist, sondern dass er auch eines der Gründungsmitglieder ist und wirklich die Geschichte diese 30 Jahre halt wirklich von Anfang bis heute ganz einfach mitgeprägt hat. Daher finde ich das also eine sehr, sehr gute Kombination, dass einerseits, sage ich mal, die journalistische Aufklärung, die dann von der Zivilgesellschaft in die Breite getragen wird, ja, sage ich mal, zusammengeführt mal wird und leider, wie wir aus den Presseberichten der letzten Tage gesehen haben, ist die Veranstaltung leider aktueller denn je. Ich sage mal, es sind drei Präsidentschaftskandidaten, Kandidatinnen, die ein zweifelhaftes, also ich würde mal sagen, einer hat ein eindeutiges Verhältnis zum Nationalsozialismus, zwei haben ein zweifelhaftes Verhältnis zum Nationalsozialismus und ich denke mal, das ist leider aktueller denn je. Von der Chronologie her würde ich vorab den Georg bitten, ganz kurz die Geschichte ganz einfach darzustellen, wie er praktisch auf die Vergangenheit Waldheims gestoßen ist, vor allem warum seiner Meinung nach ganz einfach, dass so eine lange Pause war, bis andere Journalisten das Thema aufgegriffen haben. Und der dritte Punkt natürlich auch, also was er auch lange Zeit verschwiegen hat, wer damals die Hauptinformanten und vor allem der Hauptinformant war. Und ja, warum er ganz einfach nach 30 Jahren jetzt so ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben hat und eben versucht hat, noch diese Geschichte darzulegen. Ja, Georg. Gut. Einen schönen guten Abend. meine Recherchen fallen in zwei Teile. Der erste Teil beginnt im Jahre 1985 und das muss man auch wirklich sich vor Augen führen. Die endgültige Wahl war am 8. Juni 86. Und im April 85 war der Zukunftskongress der ÖVP in Linz. Ich war damals als Redakteur der Politik- und Freitag-Redaktion des ORF dabei. Und damals hat die ÖVP beschlossen, zwar noch nicht so ganz offiziell, aber es ist durchgesichert, Waldheim wird der neue Kandidat der ÖVP. Und auf das hinauf haben wir dann in einer Redaktionssitzung aufgeteilt. Steirer war klar. Mir hat man den Waldheim gegeben, unglücklicherweise. 30 Jahre verfolgt er mich schon. Und ich bin also dann hergegangen und habe versucht, aus den schriftlichen Unterlagen, die da waren, eine Biografie des Herrn Waldheim zu rekonstruieren. Und das ist mir nicht gelungen. Daraufhin habe ich versucht, über das Curriculum Vitae seiner Dissertation, die Kriegsvergangenheit zu recherchieren, dann ist es nur schwieriger geworden. Ich habe dann über den Dr. Neck, der Chef des Staatsarchivs war und der mir gut bekannt war, weil er auch in der Gesellschaft Österreich DDR eine Funktion gehabt hat und ich habe dort auch hier und da mitgearbeitet, habe ich innerhalb kürzester Zeit also die Wahlstammkarte des Waldheims bekommen. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, also zumindest interessant. Innerhalb von 14 Tagen habe ich mit Hilfe eines Standardwerkes Georg Tessin die Verbände der deutschen Wehrmacht, SS und Wehrmacht und also auch die fliegenden Verbände und dieses einen Buches, ja, habe ich innerhalb von 14 Tagen nachweisen können, dass Waldheim und zwar am 5.8.1941 unter SS-Kommando gekämpft hat in den Pripyat-Sümpfen, gemeinsam mit SS und sie haben zwei Höfe mit in den Pripyat-Sümpfen eingenommen und im Laufe des Vormittages kam es dort zu einem Massaker, wo also Zivilisten hingerichtet worden sind, umgekommen sind. Die Einheit von Waldheim war damals wahrscheinlich schon ein Stück weiter weg.
Das Massaker hat wahrscheinlich nur die SS durchgeführt, aber Waldheim war also zumindest in unmittelbarer Nähe. Die Folge dieser Recherchen, also es waren 14 Tage Recherchen, ein Buch, ein Standardwerk und die Wehrstandkarte, mehr war das nicht. Also mehr hat man zu dieser Recherche nicht gebraucht. Die Folge davon war dann eine, bei einer Politik am Freitagssendung am 19. April 1985, 9. April 1985, ist das thematisiert worden, dass also Waldheim in den Pripyat-Zünften war und dass bei seiner Einheit auch SS-Einheiten waren. Das war das Ergebnis, und zwar das ungeschriebene Ergebnis meiner Recherchen. Obwohl ich konkret nachweisen konnten, dass er und das S-Kommando zumindest einmal gekämpft hat, wurde dann in dem ORF-Text das dermaßen umschrieben, dass also die Prägnanz und nicht mehr herausgekommen ist. Ja, der Erfolg dieser Sendung war null. Also es hat weder die ÖVP darauf reagiert, es hat weder die SPÖ darauf reagiert, es hat also auch die Antifaschisten, die so in der ÖVP ja vorhanden waren, es gab ja damals zu dieser Zeit ja noch lebende Widerstandskämpfer, die haben darauf nicht reagiert. Das Ganze ist also im Sand verlaufen und bis ich dann wieder aus anderen Gründen die Recherche begonnen habe, ist nichts passiert. Wie jetzt gesagt, zu diesem kurzen Statement, Einleitung vielleicht eine kurze Frage. Ja, und der Bach hat reagiert. Der Bach hat reagiert, indem er also uns verboten hat, er hat also geschrieben, dass das eh klar ist, dass bei allen deutschen Wehrmachtseinheiten auch SS-Einheiten dabei waren. Und wenn man den Waldheim sozusagen da versuchen anzuschwärzen, dann ist das genau die Form von Rotfunk, die man dem ORF immer vorwirft, und genau das will er nicht. Also der Bach hat schon reagiert, ja, und ich habe dann halt zeitlang nichts mit Waldheim recherchieren können. Noch Fragen? Ja? Ich war damals schon bekannt, dass in der englischen Fassung von Waldheims Biografie, der Selbstverfassten, dass da Auslassungen waren, die im deutschen Text nicht waren. Das war bekannt, das war auch mir bekannt, und genau das war ja das Problem. Ne? Weil, also, ich habe an einem Freitagabend habe alle schriftlichen Unterlagen, die deutsche Version, die englische Version, dann alte Profilartikel, dann Munzinger, dieses Archiv, das habe ich alles daheim gehabt und bin also nicht zu einem grünen, auf keinen grünen Zweig gekommen. Und ich habe mir nur gedacht, das ist eigentlich komisch, ne? Da wird immer erwähnt, dass es so Österreich, also eigentlich bewusst österreichisch war in dieser Zeit, und da haben wir doch von einer bewusst österreichisch, wie kann der im Zweiten Weltkrieg eine Dissertation schreiben? Das hat mich also wahnsinnig irritiert, und diese Widersprüche, die in diesen verschiedenen schriftlichen Biografien waren, die waren der Grund, dass ich zuerst die Dissertation gesucht habe, und wenn ich die Dissertation nicht gefunden habe, habe ich dann die Wehrstammkarte gesucht. Und so hat das eigentlich angefangen. Weiter? Ja. Wie hast du das Curriculum zur Dissertation gefunden, ohne die Dissertation? Das Curriculum habe ich nicht gefunden, das ist erst viel später gefunden worden, wie auch eine Dissertation dann plötzlich aufgetaucht ist, aber das habe ich dann auch nicht mehr gebraucht, weil ich die Wehrstandkarte gehabt habe. Ja, dann der Ronner so, wie dann Waldheim also komplett sozusagen als Thema praktisch aufgepoppt worden ist, wie sich die Situation dann eigentlich gestellt, also man, wie hat sich die Zivilgesellschaft dann organisiert, oder wie ist zur Gründung des Clubs gekommen? Naja, es gab ja zwei verschiedene öffentliche Wegmarken, die notwendig sind, in der Empörung zunächst einmal
in Erinnerung zu rufen. Das eine war das Profil, das am Montag rauskam und wo eben die Wehrstammkarte auch präsentiert wurde. Und wenn ich mich richtig erinnere, oder war das später? Ein Jahr später. Ein Jahr später. Na, die Beteiligung an dem Reiter, zuerst waren das die Reiter. Ach, ein Jahr später. Ach so, nein, wir reden jetzt über 85. Nein, aber meine Frage, die an mich gestellt worden ist, war jetzt gerade etwas anderes. Ja. Nicht? Also wir reden jetzt gerade darüber, was 86 passiert ist. Also ich schließe jetzt gerade nicht an und stelle auch jetzt gerade keine Frage, sondern gebe ein Statement ab. Und zwar ein Jahr später kam das Profil raus und so kam die Sache in die Öffentlichkeit. Und ein paar Tage später kam vom World Jewish Congress auch eine kritische, scharfe Nachfrage an Waldheim. Und sehr interessant fand ich in diesem Zusammenhang, dass der Vorwurf, der erhoben wurde, war, dass er ein Lügner sei und zweitens, dass er ein Nazi war. Das waren die zwei Vorwürfe und es findet sich, sein Name kam dann bald auch vom World Jewish Congress auf einer Liste von Kriegsverbrechern. Aber von Israel Singer selber, der damals im Fernsehen zu sehen war, kam nicht der Vorwurf, dass Waldheim ein Kriegsverbrecher ist. Das kam zu dem Zeitpunkt nicht. Die ÖVP hingegen verteidigte Kurt Waldheim sogleich gegen den nicht erhobenen Vorwurf, dass er ein Kriegsverbrecher gewesen sei und stellte fest, dass er doch keiner war. Das Ganze ging nicht los auf das Profil, das als erstes erschienen war, sondern ging los auf den World Jewish Congress. Und in dieser Situation komme ich jetzt zurück auf das, was 1985 passiert ist. Also ich hatte ja überhaupt keine Ahnung von den Dingen, die hinter den Kulissen Monate vorher passiert waren. Und auch alle anderen, die hier im Republikanischen Club zusammenkamen, hatten keine Ahnung davon, zumindest die Gruppe, die größere Gruppe, was weiß ich, was Einzelne wussten. Aber als es dann zur Aufregung kam, weil es einen antisemitischen Wahlkampf gab, weil der Kandidat sagte, dass er nichts anderes getan hatte, als seine Pflicht erfüllt, trafen sich Menschen sehr unterschiedlicher Art, die vor ein paar Jahre vorher miteinander nicht im Raum ruhig hätten reden können, nämlich trotzkistische Gruppen, aber auch antifaschistische, bürgerliche. Und erst im Nachhinein können wir sagen, das war vielleicht ein Vorzeichen dessen, was sich erst im Nachhinein ergab, nämlich das Ende des Kalten Krieges und eine völlig neue Diskussionssituation, wo sich dann in den 90er Jahren auch weitere Diskussionen ergeben sollten, etwa über den Widerstand in Frankreich, die Resistance, etwa über die Situation in der Schweiz. Alle diese Fragen, die während des Kalten Krieges zugedeckt geblieben waren. Und hier gehört eben auch Kurt Waldheim dazu. Aber ich glaube, ein Punkt ist doch relevant, und ich höre gleich auf, ein Punkt ist doch relevant. Und der ist, die ÖVP nutzte offenkundig, was bekannt war, und dachte sich, da fahren wir auf mit den Emotionen der Wehrmachtsgeneration. Die SPÖ scheint aber doch auch davon gewusst zu haben. Und da wir jetzt hier in einer Veranstaltung sind, bei der das sozusagen auch mit dem BSA diskutiert wird, ist doch die haarige Frage, als dann die Frage sich stellte, hat die SPÖ ein Interesse an der Vergangenheit? Hat die SPÖ ein Interesse an der Biografie Waldheims? Ist für den Wahlkampf relevant die antisemitische Wahlkampagne der Gegenseite? Gab es eine kleine Gruppe, und sie wurde hier begründet, also nicht hier in diesem Raum, die sich damit beschäftigt hat, aber die SPÖ-Spitze hat gesagt, das ist nicht unser Thema. Das heißt, wir hatten ein interessantes Setting. Ich habe das erste Mal, nämlich das Setting, dass die eine Seite damit erfolgreich spekuliert hat und die andere Seite nicht erfolgreich, aber sich hinter der Frage versteckt hat.
Ich hatte das würde mich interessieren, wie wir das diskutieren können. Ich hatte eine interessante Erstbegegnung mit dem Thema. Später haben wir dann das weithin noch diskutiert im Sinne des Rassismus, des Antisemitismus, der antidemokratischen Gegenbewegung, also all diesen ganzen Surm, den wir zum Beispiel dann bei der Mahnwache, die auch Frido Noema stark und Peter Noema stark initiiert haben. Und hier sind ja einige Leute, die mitgemacht haben in den allerersten Aktionen. Ja, hier hinten sehe ich auch Ruth Beckermann. Also wo wir zusammengestanden sind, das ist alles klar. Aber bevor ich noch wusste, dass es zu einem Wahltime-Wahlkampf käme, fuhr ich als jüngster Delegierte zum World Jewish Congress. Das war im Februar 1986. Hanja fuhr auch. Ich war sozusagen ein Maskottchen, ein A dabei. Ich war 24 Jahre alt und Paul Gross hatte beschlossen, höchstwahrscheinlich, dass er niemand anderen mitnehmen möchte, der irgendwie gefährlich sein kann. Dann nimmt er halt mich mit. Aber es ist noch nach Jerusalem zum World Jewish Congress und ich hatte auch eine Agenda, nämlich ich wollte den Frieden im Nahen Osten endlich bereiten. Das war also wirklich das, was mich besonders beschäftigt hat. Und hatte aber noch etwas, nämlich es gab einen Präsidentschaftswahlkampf und mich empörte die Kandidatur von Skrinzi. Einem ausgewiesenen Nazi, einem Mann, der innerhalb der NSDAP sich als besonders rechts positioniert sah. Das hat er selbst nach 45 noch gesagt. Und ich habe Unterschriften eingesammelt gegen seine Kandidatur. Und als ich meinem Freund, und ich möchte ihn überhaupt nicht, der verstorben ist, Leon Zellmann, gesagt habe, da ist eine Liste gegen Otto Skrinzi, sagt er, das ist ja noch gar nichts. Da kommt noch was. Und ich wusste nicht, was er meint. Und ich sagte ihm, naja, ich meine, mir ist das der Waldheim auch sehr unsympathisch. Ja? Aber was meinst du jetzt? Und er hat, du wirst noch sehen. Und während ich im Plenum versucht habe, endlich den Frieden zwischen Palästinensern und Israelis zu Wege zu bringen, was mir nicht ganz gelungen ist, scheint in den hinteren Gängen sich schon was abgespielt zu haben, was vielleicht unter Umständen tatsächlich mit dem Jahr 85 zu tun hat. Mit Verbindungen, also das frage ich jetzt in die andere Richtung rüber. Ja, also ich möchte zuerst zu der ÖVP noch was sagen. Wien ist ja bekanntlich ein Dorf. Meine Mutter war also Mittelschulprofessorin, war kommunistische Widerstandskämpferin und hat eine Schülerin gehabt, die hat Edith Mock geheißen. Und es gab also einen ganz, ganz engen Kontakt zwischen Edith Mock und meiner Mutter. Also heute noch sind Briefe, die habe ich nicht veröffentlicht, weil ich also, könnte man ja nicht, wenn man jetzt Mock, da habe ich also nicht gemacht. Aber ich habe mit meiner Mutter über den Waldheim gesprochen und meine Mutter hat gesagt, ja, also die Mock, die sind so anständige Leute, das muss man denen schon sagen mit dem Waldheim, weil wenn die das wissen, dass der Waldheim unter das SS-Kommando gekämpft hat, dann die werden das nicht akzeptieren, dass der Waldheim da kandidiert. Bitte, daraufhin habe ich einen Termin beim Herrn Dr. Mock angesucht, das war am 24.04.85, ich schaue nochmal nach, ja, am 24.04.1985 habe ich der ÖVP, ja, mitgeteilt, dass ich nachweisen kann, dass der Waldheim zumindest einmal unter das S-Kommando gekämpft hat. Ja? Ja, es hat sich auch nichts getan. Ne? Das war ihnen ja offensichtlich auch wurscht. Zur SPÖ möchte ich noch sagen, also auch ich bin der Meinung, dass die SPÖ nicht aus einer überzeugten antifaschistischen Meinung den Waldheim angegriffen hat, sondern sie haben den Waldheim erst in dem Augenblick angegriffen, wo einer klar war, dass die Wahl verlieren. Ja? Weil sie wollten ihre Kärntner, zum Beispiel ihre Kärntner Genossen der Kriegsgeneration nicht vor den Kopf stoßen. Erst im letzten Augenblick. Das ist keine ehrliche Politik, meiner Meinung nach. Eine antifaschistische Politik schaut anders aus. Und weil das Grenze jetzt angesprochen wurde, Skrinzi hat damals kandidiert, ja. Ich habe also auch das Skrinzi-Interview und den Skrinzi-Beitrag gemacht für die
für die Bundespräsidentenwahl, war auch bei ihm, hat auch noch, wie man mir schon vorher berichtet hat, auf der rechten Seite neben seinem Schreibtisch seine Saatgutschein hängen gehabt. Und habe ihn gefragt, zum Schluss nach dem Interview, Herr Dr. Skenzi, fällt Ihnen noch was zu Waldheim ein? Ist er aufgeschlagen? Der Verräter! Ja, ist ganz bäs worden, bis dahin war er eigentlich recht friedlich. Und also ich habe also wieder einmal, wie so oft in meinem Leben, ins Fettnäpfchen getreten, habe ihn dann beruhigt. Das ist deswegen wichtig, weil im zweiten Teil meiner Recherche habe ich nämlich einen Mitarbeiter, der also im Frontkämpferbund ein hoher Funktionär war, aber das mache ich dann, wenn du sagst, das, oh, das passt schon. Ne? Also dann zum zweiten Teil. Ich habe also ziemlich lang nicht weiter gewusst. Ich habe also viele Informationen gehabt, die unmöglichen Informationen, die ich schon auch verfolgt habe, aber das ist alles ins Leere gegangen. Habe dann eine Geschichte recherchiert im Wechselgebiet. Da hat ein ganz, ganz rechter Politiker, Junge, der damals 16 Jahre alt, HJ-Führer war, schon gestorben ist, der war angeblich beteiligt an einem Massaker im Mai 1945, wo 27 polnische Fremdarbeiterinnen erschossen worden sind. Diese Geschichte habe ich recherchiert und bin über diese Recherche an das Schwarze Kreuz gekommen und bin über das Schwarze Kreuz an den Herrn Röthammer gekommen. Der Herr Röthammer war Militärhistoriker und er war, vergisst es auch immer wieder, er war Obmann des Frontkämpferbundes der 45. Infanteriedivision. Und mit dem habe ich dann die Waldheim-Geschichte recherchiert. Es gab damals vom Außenminister Graz eine interne Anweisung an alle Professoren und Historiker, dass das Personenschutz nicht zulässig ist, Dokumente aus dem Ausland über die Kriegszeit einzuholen. Daran haben sie alle halten müssen. Ich habe mich nicht halten müssen, weil das Schwarze Kreuz ist davon nicht betroffen gewesen. Und jede kleine Information, die ich bekommen habe, habe ich nach Linz durchgegeben und der Herr Röthammer hat schon einen Brief geschrieben, nach Berlin und nach Koblenz und ins Staatsarchiv und ins Niederösterreichische Landesarchiv. Und so haben wir dann begonnen, die Geschichte Waldheims langsam aufzurollen. Nicht nur die Pripyat-Sümpfe, wo er dann verwundet worden sind, sondern dann sind da ist auch Griechenland dran gekommen und ich war also mittendrin und dann passierte Folgendes. Dann ist dieser Krone-Zeitung-Artikel erschienen. Krone deckt auf, wer Waldheim-Bombe platzen ließ. Ich habe das nicht verstehen, weil wir keine Werbung für die Kronenzeitung machen. Ne? Aber das ist der Grund gewesen, warum ich aus der Innenpolitik des ORFs rausgeflogen bin, langfristig, also nach 2-3 Wochen. Und damit habe ich eigentlich mit den Recherchen, die ich noch machen konnte, nicht mehr viel anfangen können, weil ich war ja nicht mehr ein innenpolitischer Redakteur. Welches Jahr ist das jetzt? Welcher Tag ist das jetzt? Welcher, das ist schon 86. Und welcher Tag? Also das war 8. März 1986. Das war der 8. März 1986. Also alle Informationen, die ich dann von dem Herrn Röthammer bekommen habe, ist also, denen konnte ich nicht mehr viel anfangen, weil ich konnte es als Journalist nicht mehr verwerten, aber dort sitzt mein Freund Gerhard Oberschleck. Der hat damals das Neue Forum herausgegeben und in gemeinsamen Gesprächen ist dann so manches Produkt entstanden, das ich nicht zeichnen musste. Bitte schön. Darf ich das auch? Also die Frage, die sich ja stellt, ist, aber wenn wir weiter sehen hätten können, die Forschungen, ja. Was wäre passiert? Erstens einmal, wäre dann, Frage Nummer 1, wäre dann Waldheim nicht gewählt worden? Frage Nummer 2, war unsere Position damals, nämlich die Position des Kajetlub, dass Waldheim vor Gericht gestellt werden muss? Nein. Nicht? Also unsere Position war,
dass er nicht in die Hofburg soll. Das ist ja noch ein gewisser Unterschied. Nicht, nicht jeder, der nicht in die Haft kommt, ist schon, muss deswegen schon Präsident sein. Und das ist ein wichtiger Punkt, auf den kam es uns damals an. Die Gegenseite versuchte ihn aber die ganze Zeit zu verschleiern. Nicht? Die hat versucht, das wegzuwischen und so zu tun, als ob eine Diskussion über die Biografie eines Menschen, der sich zu einem Amt stellt, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, na, was soll mich denn sonst diskutieren bei irgendeinem Job als seine Biografie? Ne? Kann ja nicht die Astronomie nehmen, ne? Muss ja seine Biografie nennen. Und wenn er seine Biografie fälscht, ist das nicht nur beim Bundespräsidenten, sondern eigentlich auch beim Portier ein Problem. Ne? Und wenn er aber Portier ist, na, dann kann man noch mit manchen Dingen vielleicht darüber hinwegsehen. Denn wenn es aber um den Nationalsozialismus geht und seine Positionierung zum Nationalsozialismus, wenn es weiters um eine antisemitische Kampagne geht und wenn es letztlich auch darum geht, dass Kurt Waldheim in der Nähe von Kriegsverbrechen war und das ungelogen hat und so tut, als hätte er die Deportationen nicht gesehen, dann hat es eine politische Relevanz. Für uns hatte es eine politische Relevanz, für manche Kandidaten, die heute für die jetzige Präsidentschaft kandidieren, nicht. Und für die Mehrheit der Bevölkerung in Österreich im Jahr 1986 anscheinend auch nicht. Oder eine umgekehrte. Zu der ersten Frage, die mich natürlich auch interessiert hat, wer hätte man überhaupt eine Chance gehabt mit dieser Arbeit, weil ich meine, da haben ja viele Leute viel investiert an Nerven und an Arbeit. Haben wir Meinungsforscher glaubhaft bewiesen, wenn die sogenannte Kampagne, und ich bleibe jetzt einmal dabei, 3-4 Wochen früher begonnen hätte, wenn sie da ja 3-4 Wochen länger gedauert hätte, dann wäre der Waldheim wahrscheinlich nicht gewählt worden. Und aber nicht, weil er unter SS-Kommando gekämpft hat, bleiben wir einmal dabei, sondern weil die Leute ihm vorgeworfen haben, dass er gelogen hat. Also mit dem Lüg, also mir hat man das glaubhaft versucht nachzuweisen. 3-4 Wochen früher und die Wahl wäre anders ausgegangen. Was? Ich glaube, dass das gar nicht so wichtig ist. Ich glaube, entscheidend ist, dass aufgrund dieser Diskussion endlich diese lange Diskussion begonnen wurde. Die Gipfel hat unter anderem, was der Ritzke dann im Parlament gesagt hat und so weiter. Ja, das stimme ich da sicher zu. Und sie ist sowieso viel zu spät gekommen. Ne? Ja, eh. Ja. Endlich wurde es ja auch ausgelöst. Ja, das ist richtig. Sie ist zu spät gekommen, viel zu spät, weil viele, die den Nationalsozialismus gerade überlebt haben, haben die Rehabilitation nicht mehr erlebt. Ja, schrecklich. Wirklich schrecklich. Aber sie ist gekommen und insofern hat das eine Funktion gehabt. Ja? Ja. Bitteschön. Ja, also ich fürchte, das zu bezweifeln, dass man es hätte verhindern können. Denn denkt man doch nur an dieses Wahlplakat, wir wählen, wenn wir wollen. Ja? Also dieses ganz, ganz breit gestreute kollektive Verhalten, wir sind wir und wir haben doch alle miteinander nichts gewusst und alle miteinander haben wir nichts angestellt und so weiter. Also es würde mich freuen, wenn es wirklich so gewesen wäre, dass man den Waldschleim, wie ich immer sage, hätte verhindern können. Aber ich fürchte, dass einfach dieses österreichische Wesen nicht dazu bereit gewesen wäre, zuzugeben, dass man vielleicht doch was gewusst hat. Ich bin Historiker und kein Meinungsforscher. Ich habe mich damals an die Meinungsforscher gewandt. Und die haben gemeint, also die Sympathiewerte des Waldheim haben durch den Vorwurf der Lügen abgenommen. Und die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass es, wenn das doch 8 Wochen länger gedauert hätte, es ist wahrscheinlich den Leuten auf die Nerven gegangen. Ne? Wahrscheinlich haben sie das Wort auch schon nicht mehr hören können. Ne? Ist ja auch möglich. Also das hat man mir versichert und mehr kann ich dazu nicht sagen.
Also vor 30 Jahren ist mehr oder weniger doch einiges in österreichischer Geschichte dann auch hochgegangen. Weil ich glaube, bis zu einem gewissen Grad könnte man sagen, dass das Verhalten Waldheims nicht so untypisch war für sehr viele Österreicher. Ganz einfach, dass ja, die Kriegszeit entweder verschwiegen, verharmlost oder worden ist oder ganz einfach gelogen worden ist. Wenn ich jetzt schaue, 30 Jahre danach, wir haben jetzt Präsidentschaftskandidaten, also wo einer in einer schlagenden Verbindung ist, die die österreichische Nation mehr oder weniger ablehnt, der kritisch gegenüber dem Verbotsgesetz eingestellt ist, nur dazu, wenn er aus einer Partei kommt, die das ja erst so richtig notwendig macht. Eine zweite Kandidatin, die vom Originalzitat meint, es war ja nicht so, dass die Nazis von Anfang an nur ein böses Gesicht gezeigt hätten. Man normalerweise höre ich das wirklich nur aus rechtesten Kreisen solche Meldungen, ja, oder aus sehr, sehr unbedarften Kreisen, sage ich mal. Und gerade bei einer Kandidatin wie Gries stellt sich für mich schon die Frage, ist sie jetzt so naiv und weit rechts stehend, oder ist es genau das, was wir vorher gesagt haben, schon absolut gezielt eingesetzt, ja, schon absichtlich so eingesetzt, dass man im zweiten Wahlgang, falls man dorthin kommt, die Stimme der Freiheitlichen kassieren kann. Unterstellung, ja. Ich weiß nicht, ob das schlimmer ist, so naiv und so rechts zu sein oder ganz einfach das gezielt zu machen. Also es ist mir fast egal, weil die Sympathiewerte sind für beide Werte bei mir sehr ähnlich. Ja. Und das Dritte, also vor kurzem habe ich noch auf Facebook gepostet wegen zwei Kandidaten, also die letzten Aussagen von Andreas Kohl, gehen ja auch in eine ganz ähnliche Richtung, wo er Waldheim verteidigt und wie ehrenwert und überhaupt und die Vergangenheit, ja, armes Österreich, also auch im Prinzip eine ganz ähnliche Taktik wie Gries. Standard heute, ne? Ja. Oder Waldheim verteidigt. Also es gibt zwei Wahlgänge, nicht? Es gibt zwei Wahlgänge und beim ersten Wahlgang kriegt Waldheim eine relative Mehrheit und beim zweiten Wahlgang eine absolute. Und die Kronenzeitung lässt nicht nach in den Jahren danach, sondern das Thema wird weiter gespielt. Und zwar von allen. Im Übrigen am wenigsten, ein bisschen, aber am wenigsten nach seiner Wahl von Waldheim, weil der will ja endlich in Ruhe gelassen werden. Aber nicht die Kronenzeitung und nicht die einzelnen Politiker, weil die wissen, dass sie damit noch weiter Stimmung machen können. Und so sagt sogar der Bürgermeister Helmut Zilk, sagt auch noch, dass der World Jewish Congress Österreich in Geiselhaft genommen hat. Ja? Das sind alles Dinge, die damals die Kronenzeitung aufgegriffen hat oder die Kronenzeitung als erstes gesagt hat. Da muss man sich dann mit den Verantwortlichen, das sind halt tot, kann man nicht mehr sich drüber streiten. Aber das weiß ich nicht, wie man das Urheberrecht hier rausfindet. Nur eins ist klar, das ist noch monatelang, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, aber es war, das weiß ich, es war noch monatelang ein Renner. Und die Watchlist-Entscheidung, was hat der Republikanische Club zur Watchlist-Entscheidung rausgegeben damals? Wir haben rausgegeben, wir begrüßen die Watchlist-Entscheidung. Das war natürlich unsere Art und Weise, ironisch auf die Hysterie dieses Landes zu reagieren. Das Land hat ja so getan, als ob dieser Mann jetzt gerade in Quarantäne genommen worden ist, nur deswegen, weil er in einem Land hinfahren müsste, um ein Verfahren durchzustehen, wovor er natürlich Angst hatte, denn er hat tatsächlich die Bestimmungen der Watchlist-Entscheidungen, denen entsprach er, rein juristisch, er entsprach ihnen. Und anstatt, dass das einmal seit 1986 einmal offen diskutiert wird, dass einmal diskutiert wird, was der World Jewish Congress damals vorgeworfen hat, was in der Watchlist-Entscheidung eigentlich gemeint war, statt dass einmal in einer Talkshow, es gibt ja welche, es gab ja damals den Club 2, dass einmal, aber es gibt auch heute noch welche, jemand aus New York eingeladen worden wäre und erklärt hätte, dass man sich ihn angehört hätte, dass man ihm Fragen gestellt hätte, nicht ein einziges Mal. Die einen, das muss man auch dazu sagen, in New York hatten auch kein großes Interesse daran, denn ihr Publikum saß nicht in Wien. Und die anderen hatten auch kein Interesse daran, denn sie hatten kein Interesse daran, die Möglichkeit mit dem Ressentiment zu spielen, aufzulösen. Denn man hätte ja das auflösen können, indem man denen zugehört hätte und die hätten dann gesagt, nein, wir haben ihn damals nicht vorgeworfen, ein Kriegsverbrecher zu sein, sondern wir haben ihn vorgeworfen, wirklich ein Lügner zu sein und so weiter. Das wollte man ja gar nicht hören. Denn hätte man das gehört,
wäre ja etwas an der Hysterie kaputt gegangen. Und diese Hysterie hat in Österreich aber eine Geschichte. Ich weiß nicht, wen es interessiert, aber es ist so, dass das eine historische Figur ist. Und sie beginnt schon im Ersten Weltkrieg mit Monroe. Und sie geht auch weiter mit Waldheim. Diese ganze Geschichte Österreich als das Opfer der Geschichte zu sehen. Das arme Österreich, das verliert und übrig bleibt. Der Rest ist Schweigen. Bis heute Rest ist Schweigen. Und Österreich. Ich bin gleich dabei. Ich bin gleich fertig. Und das ist, es geht mir nicht darum, jetzt auf das Land zu schimpfen oder hier eine Übertreibungskunst zu versuchen. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist nur zu sagen, was die Figur ist. Die Figur, auf die die ÖVP gesetzt hat. Mit Erfolg. Das letzte Mal im Jahr 2000, Wolfgang Schüssel. Funktioniert. Ja, es funktioniert. Zu den Medien wollte ich nur sagen, es hat sich zwar in diesen jetzt 30 Jahren viel geändert. Also der Nationalsozialismus ist aufgearbeitet worden, die Opfer wurden rehabilitiert, so halbwegs, sagen wir einmal. Ne? Aber es ist also jedenfalls viel besser als in der Zeit vor 1945. Ja. Ja. Die Medien haben sich aber nicht geändert. Also 30 Jahre lang, wenn ich über den Ring oder in die Stadt gegangen bin und ich habe Journalisten getroffen, sage ich, ist das komisch. Na, wann schreibst du jetzt endlich der Birchl? Ne? Wann nennst du jetzt auch deine Informanten? Wann machst du das jetzt endlich? Na, leg das doch endlich am Tisch. Ja, jetzt ist es eh schon vorbei. Jetzt habe ich das Birchl geschrieben. Der Sau kümmert sich also öfter drum. Ne? Der Kurier schreibt es nicht, ja, weil die wollen es halt nicht. Die Presse, die will es aus politischen Gründen nicht. Auch der Standard, der Rausch hat gesagt, da steht nichts Neues drinnen. In einem einen Satz, in einem zweiseitigen Artikel über Waldheim schreibt, da steht nichts Neues drinnen. Der Chor hat geschrieben, man kann es nicht einmal als Hintersätze bei einer Fernsehdiskussion verwenden, weil es so schier ist. Und es muss natürlich braun sein. Ja? Also so hat die Presse reagiert. Ich habe hier eine Einheit noch aufgezählt, nämlich das ZBV 438, in der Waldheim gegen Ende des Krieges gekämpft hat. Und wenn er je mit der Waffe in der Hand gegen Partisanen gekämpft hat, dann in dieser Einheit. Dieselbe Einheit war am Massaker am Berschmannhof beteiligt, da war er noch nicht dabei. Ich will eigentlich mit dem Waldheim jetzt noch 30 Jahre nichts mehr zu tun haben. Aber es hätte ein anderer Journalist einmal hergehen können und schauen, was ist eigentlich mit der ZBV 438. Sie wollen es nicht. Ja? Sie wollen das Buch auch deswegen nicht, weil ich nämlich nachgewiesen habe, dass eigentlich das Innovationsurteil und sie gegen Genossen eigentlich ein Fehlurteil war oder zumindest ein bedenkliches Urteil, um nicht geklagt zu werden. Ja? Sie wollen die Medienlandschaft, die bürgerlichen Medien und andere haben wir keine, die wollen die Waldheim-Geschichte so in Erinnerung behalten, wie es wirklich war. Es war ein armer Waldheim, dazu hat es ein paar Volksverräter gegeben, die haben ihn ans Bein gepinkelt und der Sinowatz und Genossen, die haben es an den jüdischen Weltkongress verkauft, die müssen ja Geld dafür gekriegt haben. Ne? Das ist das Bild, das die bürgerlichen Medien gehabt haben und das haben sie bis heute und das verteidigen sie mit aller Gewalt und was anders, was gegen den Mainstream läuft, ja, zu Allah, dass also ein wesentlicher Informant der Rechter war. Wie passt denn das in die links-linke Verschwörung? Ja, das passt ja. Das Buch widerlegt viele, viele Thesen der bürgerlichen Medien von damals und das wollen sie nicht haben. Ja, und daher haben sich die Medien auch nicht geändert in vielen Dingen und ich weiß nicht, was für eine Generation an Journalisten dann kommen muss. Der Gnam hat ja damals schon sich in der Kronenzeitung ausgetobt in der Waldheim-Geschichte, der schreibt ja immer noch, also warum soll der seine Meinung geändert haben? Vielleicht ändert sich in 10 Jahren was. Ja? Peter Hauser, ich war 86 unterrichtet in Wiener Neustadt im Sportgymnasium Geschichte, Sozialkunde und Sport. Zum Verständnis, die Täter- und Opferrolle
von meinem Gefühl nach, damals habe ich die Zusammenhänge absolut noch nicht durchschaut gehabt. Aber im Nachhinein, sowohl diese Zuweisung von der Ostküste, da drüben lassen wir uns nichts reinreden oder sagen, wie auch diese Parole jetzt erst recht, das hat eine gewaltige Mobilisationskraft gehabt und das hat in der Wahlkampagne enorm viel Stimmen gebracht. Das ist das eine. Und dann ist mir im Herbst 86 etwas passiert in der Schule. Da gab es zwei Brüder, die Brüder Alt Oliver und Alt Simon. Ich habe es auch erst im Nachhinein kapiert, was da gelaufen ist. Der Oliver in der dritten, der kleinere, der Simon in der ersten. Und die laufen im Sportunterricht halt am Anfang mit einem Ball immer zu zweit so ein paar Runden und der Oliver heult. Bei der zweiten Runde hole ich ihn raus und sage, Oliver, was ist los? Heult weiter, läuft weiter. Bei der dritten Runde heult er noch immer, ich hole ihn. Dann kam aus ihm raus, warum muss ich mir das gefallen lassen, dass ich als Judensau beschimpft werde? Aufnahme beendet, im Tor setzen sich alle zusammen und ja, also was ist los und jetzt reden wir drüber. Also wir haben drüber gesprochen. Auch der dann, der ihn in der Garderobe schon so bezeichnet hat oder beschimpft hat. Und dann kam es aber ungefähr zwei Monate später, steht im Lehrerlaufmann drinnen, die Noten für Oliver und Simon Alt eintragen. Das passiert immer nur dann, wenn Schüler austreten. Ich habe die Noten eingetragen, dann habe ich mir erkundigt, was ist los? Und erst nach mehrmaligen Nachfragen habe ich erfahren vom Klassenvorstand, die Familie Alt verlässt Wiener Neustadt, sie emigrieren nach Israel, weil die Familie Alt ist monatelang, nächtelang mit Telefonterror terrorisiert worden. Die haben es um 2, um 3, um 4 Uhr in der Nacht angerufen und haben sie aufs Gröblichste beschimpft. Welches Jahr war das? 86. Das war im Herbst 86. Ich habe mir jetzt vorgenommen, das lässt sich eruieren, die müssen sie jetzt selber wissen, genau wann. Ich weiß jetzt nicht, welches Monat, aber es war im Herbst 86. Zum Thema Antisemitismus und ja, also Ursachen und Wirkung, ja. Da hat sich in der Bevölkerung einiges abgespielt. Ja. Und da waren diese, wieder, wir lassen uns von der Ostküste nicht und jetzt erst recht, diese Dinge haben außerhalb von dem Wahlkampf Erwirkung gehabt. Ja, gar keine Frage. Björk, mal zum Thema, also de facto ist de facto wissen beide von euch gerichtet. Man du hast ja selbst gesagt, dass du dann genauso also antisemitische Angriffe sehr lange Zeit hattest. Ja, also natürlich. Also die Assoziation, dass ein Journalist, der gegen den Waldheim kämpft, da arbeitet, nur Jude sein kann. Also die Assoziation war klar. Was hat der gesagt? Es ist wirklich kein Wunder, dass Österreich einen Brief an mich. Es ist wirklich kein Wunder, dass Österreich weltweit verachtetes, verblödet und verlottert bezeichnet. Was hast du für deine Aktion von der SPÖ Schmiergeld bekommen? Als dreckiger und schwacher Schwanzträger solltest du erstens zwecks eingehender Beschau und Behandlung zu einem Schädeldoktor gehen. Wir empfehlen dir den bekannten und allseits beliebten Psychiater Dr. Walter Tenanetzki, Wien 12, Meidinger Hauptstraße, Ordination Montag, Dienstag, Donnerstag, 15 bis 17 Uhr. Auch schwierige Fälle und die Behandlung ist völlig schmerzlos, ohne Elektroschock und ohne Elektrodeneinpflanzung und zwar mit Schädel- und Glycerinkristier. Also die Bedrohungen, das ist jetzt nur ein Beispiel, also die waren schon
Nur also bei mir ist ja eins dazugekommen, dass ja, nachdem ich in Berlin war, mir die Akte, mein Auto gestohlen wurde und da waren Akten drinnen und das war, die Staatspolizei gesagt, also sicherlich, das war so professionell, das war sicherlich Geheimdienst und diese Akten sind auch nicht wieder aufgetaucht worden und es war dann schon so, dass ich personellen Schutz zeitlang gekriegt habe, weil ich also, ja, also versuchte Einbruch. Und permanent sind mir also Leute nachgefahren. Also es war dann, es kam also zu dieser Beschimpfung und Bedrohung, also kam dann zu diesem einen Telefongespräch, wo mir die Justaschi mich auch gesagt haben, dass sie mich auf die Todesliste gesetzt haben an oberster Stelle. Also es war, ich habe also, das war auch ein Grund, warum ich mich dann sehr zurückgezogen habe. Es waren also nicht nur die Beschimpfungen, die kannst du aushalten. Also um 4 in der Früh, du Sau, du Jod, du Scheißjod, gehört vergast, das haben wir alles gehabt natürlich. Das ist sehr, sehr unangenehm natürlich, weil ich ja Antisemitismus eigentlich nur aus Erzählungen gekannt habe und aus der Literatur. Und wenn du dann plötzlich selbst solche antisemitischen Äußerungen, meine Eltern waren im Widerstand, aber kommen aus Kärnten, also ich habe wie alle Österreicher einen jüdischen Urgroßvater, aber das werden die nicht gewusst haben. Ne? aber also das war dann schon sehr, sehr massiv, also das war schon sehr unangenehm. Aber der Antisemitismus, dieser, sagen wir mal, dieser gewöhnliche Antisemitismus, der war schon, ja, der war schon sehr stark. Ja. Es war eine Zeit, in der Leute, die ins Faxi gestiegen sind und dort angezogen waren, sich Sachen anhören konnten. Und es war eine Zeit, wo man sich manches anhören konnte. Und ja, ich wurde natürlich, das ist jetzt nicht zu vergleichen, ich wurde auch als Jude beschimpft, aber bei mir ist das irgendwie mit dem Namen der Ron Rabinovic zutreffend. Gerechtfertigt. Was ist ein schlechtes Gewissen? Nein, nein. Aber ich muss dazu sagen, diese Dinge, die gab es nicht nur im Jahr 86 und die kann es in anderer Art und Weise auch heute geben. Aber was es 86 gegeben hat und was man nicht unterschätzen soll, ist ja eben die Mobilisierung dieses Ressentiments. Zufälligerweise, also gerade heute habe ich etwas gehört, ja, von jemandem in einem Kaffeehaus laut vor sich hingesprochen, weil er nicht mehr leise reden kann, weil diese Runde von Leuten sich gar nicht anders verstehen würde. Aber das hat sozusagen keinen politischen Hintergrund und Widerhall. Ja? Das damals hatte einen politischen Widerhall und hatte eine politische Aggression, die etwas zu tun gehabt hat mit der Wahl und mit dem Aufrufen dieses Sentiments. Was aber interessant ist, sind meiner Meinung nach noch zunächst einmal die Frage, war Waldheim, kam er sozusagen ungerechtfertigt zu diesen Angriffen? Nicht? Also sozusagen, er ist ja kein, ja, aber man könnte sagen, er ist ja kein Eichmann, das war er nicht. Ja. Er war auch kein Mengele. Ja. Das heißt, die Frage ist, was ist eigentlich der Grund, dass er in den Ruch kam, ein Nazi-Butcher gewesen zu sein? Und ich glaube, der entscheidende Grund war, dass er sich verteidigt hat, in derselben Art und Weise, wie sich auch all diese Leute, man kann das übrigens jetzt momentan in einem Buch nachlesen, Helmut Butterweg hat gerade ein Buch, ein historisches, rausgebracht, über die verschiedenen Verfahren gegen nationalsozialistische Verbrechen bei dem Wiener Volksgericht. Also er hat sich erstens einmal so verantwortet, wie man vor Gericht sagt, als wäre er schuldig, aber zweitens stand er für die vielen, die in eine Verstrickung geraten waren und so taten, als ob sie gar nichts getan hatten. Und noch mehr, er stand für die vielen, die auch nicht so nah und nicht so viel getan hatten wie er, die aber nichts kommen lassen wollten auf ihre Wehrmachtsvergangenheit.
Das heißt, er stand für diese Position, Nazi-Generation, sagst du. Ich sage mal, wer macht Generation? Aber. Ja, war angehört. Okay, ich höre auf. Aber es ging ja doch einen Schritt weiter. Es hat sich doch relativ weit herausgestellt, dass der Waldheim selber eine ziemlich uninteressante, nicht nur mediokre, sondern auch uninteressante Figur ist. Und das, worum es gegangen ist, und was die Geschichte so aufregend und so spannend gemacht hat, war, dass es auch darum gegangen ist, wie die Zweite Republik seit 1945 mit ihrer Nazi-Vergangenheit umgegangen ist. Und das war ja dann auch die explosive Wirkung, die das Ganze hatte. Und die, wenn man so will, purgatorische Wirkung, dass das alles aufgebrochen ist. Nun ist ja der Heider dann auf der anderen Seite auch Parteichef geworden. Aber der Waldheim war der Katalysator, der das ausgelöst hat. Und als wir die Mannwache gemacht haben, ein Jahr später, war für uns völlig klar, es geht nicht um den Waldheim. Der interessiert uns überhaupt nicht mehr. Es geht auch nicht um seine Vergangenheit oder so viel. Das war eigentlich erst abgeschlossen, sondern es geht darum, wie die Zweite Republik mit ihrer eigenen Geschichte seit 1945 umgegangen ist. Das ist unser Thema. Und so haben es dann auch mehr und mehr damals die internationalen Medien verstanden. Ja, also, Entschuldigung. Für mich war der Walter nicht so ganz unschuldig. Ne? Also erstens einmal hat er unter Selbstkommando gekämpft, zweitens einmal war er in einer Einheit mit 300.000 Soldaten bei der Kriegsrangliste auf der Nummer 12 und 13. Also ich meine, die Heeresgruppe E hat 300.000 Mann gehabt und der 34.000, die im Generalstab gesessen sind, und er hat die Nummer 12 gehabt. Also das zu sagen, das war ein kleines Rädchen, der war schon ein wesentlicher Teil dieser Verbrecherorganisation. Ich sage das ganz offen und ehrlich. Und er hat sich von dem Eid, den er auf Adolf Hitler geleistet hat, nie distanziert. Nie. Er hat den Eid, den er beim Eintritt in die deutsche Wehrmacht geleistet hat, war ein Eintritt auf Adolf Hitler. Und von dem Eid hat er sich nie distanziert. Und dafür kann ich ihn auch nicht. Und ich möchte nur eins sagen, und so: Die Frau Waldheim, die wir ja 6 Jahre gehabt haben, was hat sie gesagt? Noch im Jänner 1945 gibt es hier rührende Durchhalteparole. Sie hat übrigens die NSDAP-Nummer gehabt, 9027854. Also sie ist auch nie aus der NSDAP ausgetreten. Also wir haben eine Vertreter gehabt, die war in der NSDAP. Gab sie freiste, rührende Durchhalteparolen von der Front an ihre Studienkollegin Hilde weiter. Hilde sagt, sie hat erzählt, der Kurt war wieder in Wien. Wir müssen durchhalten. Es kommt der Einzig. Das war Jänner 45. Das war unsere First Lady. Das muss man einmal schon auch sagen. Das sollte man nicht vergessen. Also ich glaube, kann man sagen, dass die zwei Leute, ganz kurz, kann man sagen, dass die zwei Leute zwar, ja, auch für sich, auch an und für sich, ich sage das jetzt auch ungeschützt, zwei Krätzen waren, aber dass es darum uns nicht gegangen ist. Weil der entscheidende Punkt war ja tatsächlich, dass wir gesagt haben, was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Österreichische Republik sich nicht mit ihrer Vergangenheit beschäftigt hat, und hier hat sich auch wirklich was getan in Wales. Also es ist ja nicht so, auch wenn ich vorher gesagt habe, und immer wieder wird diese Figur herausgenommen, dass in der Zwischenzeit nicht auch wir ein paar Figuren herausgenommen haben und Strategien entwickelt haben. Das sage ich nicht, und dass wir noch immer im Jahr 1986 leben. Das stimmt ja nicht. Da hat sich ja auch was verändert. Da hat sich ja auch in Bezug auf Antisemitismus und das jüdische Bewusstsein dagegen und auch das Bewusstsein über Antisemitismus in Österreich, hat sich ja was verändert. Trotzdem, glaube ich, ist die Frage auch relevant, die Georg Tiedl stellt. Nämlich, wir haben uns damals mit manchen Fragen aus politischen Gründen nicht beschäftigt, nach einer gewissen Zeit. Also wir haben uns nicht beschäftigt, weil wir gesagt haben, eben, er ist ja nicht. Also vor Gericht wäre er ja nicht gekommen damit. Nicht? Also es war ja nicht so, dass man gesagt hätte, er war Informationsoffizier eines Kriegsverbrechers. Die Recherchen sahen noch nicht aus. Gut. Aber mit dem, was wir bis jetzt wissen. Aber mit dem, was wir bisher wissen, war in England, in dem Fernsehgericht. Ne? Ja, aber das war wirklich ein Schmarrn. Es hat gereicht, ich sage nur was gewesen, es hat gereicht, um ihn auf die Watchlist zu setzen, weil man es weiter hätte verfolgen müssen. Das war die Meinung dieser Behörde in den USA.
Also da war eine das ist eine juristische Behörde, die gesagt hat, da sind ein paar Fragen offen. Es hat gereicht, dass die Historikerkommission gesagt hat, immerhin, die österreichische Historikerkommission. Als sie gegründet wurde, war dieser Republikanische Club übrigens äußerst misstrauisch und dagegen. Als sie dann ihren Bericht abgegeben hat, waren wir immer schon dafür gewesen. Ja, genau. Und der Punkt ist ganz einfach, die haben uns ja richtig überrascht. Die haben uns ja sehr überrascht, was sie da gesagt haben. Die haben nicht nur gesagt, dass er gelogen hat, die haben ihn auch von moralischer Schuld nicht freigesprochen. So, und das heißt, die Frage nach dem Waldheim wurde auch bei uns, also auch bei, ist auch bei uns eine offene. Und das, nein, eine offene insofern, Ruth Beckermann fragt gerade wieso, weil wir hier in diesem Raum nicht eine Eindeutigkeit haben. Ja, also wir würden darüber diskutieren. Und das zweite ist der World Jewish Congress. Der World Jewish Congress wurde tatsächlich die Rolle, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute es heute noch in Österreich interessiert, aber das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist, das vermute ich, ist einer der Gründe, warum Andreas Kohl noch immer versucht, auf diesem Ticket, in diesem... Der Steinbauer genauso. Ja, aber der kandidiert gerade nicht. Ja, ja, klar. Und was ich aber auch sehe, ist, und ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, ja, ich sehe eine Parallele, also ich habe das Gefühl, es gab auch in Deutschland Bundespräsidenten, die nicht frei von Schuld waren. Ja, also ein von Weizsäcker hatte Schuld auf sich geladen, aber er hatte eine politische Position dazu gefunden, mit der Demokraten mehr als leben konnten. Und das hat Waldheim nicht getan. Aber abgesehen davon, ich bin gleich fertig, aber abgesehen davon gibt es in Österreich eine Geschichtsschreibung, die ganz anders ist als etwa in der Bundesrepublik, nämlich keine einheitliche. Es gibt keine Übereinkunft zwischen der Sozialdemokratie und der ÖVP, wenn es zum Beispiel um die 30er Jahre geht. Es gibt keine Übereinstimmung auch in Kärnten um auch nicht. Ich möchte einen Punkt vielleicht noch bei Schuld oder Nicht-Schuld. Also es geht mal auch hier nicht wirklich um Schuld, sondern eher um die Art und Weise, wie Vergangenheit bewältigt worden ist oder Falschsagen getroffen worden sind. Ein Punkt, der noch nicht erwähnt worden ist. Walter war der zentrale Informationsoffizier am Balkan und der behauptet, er hat nicht gewusst, was dort vor sich geht. Jeder SS Spitzenoffizier war nicht so gut informiert wie er. Weil bei ihm ist alles über den Schreibtisch gegangen und jeder SS Spitzenoffizier wusste nur seine persönlichen Verbrechen. Punkt. Ein weltweit anerkannter Experte für Balkankriege. Ja, das ist Gerhard, ich möchte etwas. Nein, mach eine Runde dann. Entschuldigung. Ich möchte etwas zur Sache, zur Frage sagen, er hat nichts gewusst. 3 Tage nach dem Beginn der Affäre waren es einige Mitglieder der Kultusgemeinde, die im Hotel de France ein Gespräch mit dem Waldheim gesucht haben. Das war kurz 3-4 Tage nach der Profilveröffentlichung. Und man hat mich gebeten, ich soll dabei sein. Und ich habe dann den Waldheim Folgendes gefragt. Sie waren also 1C in Saloniki. Saloniki hatte ein Drittel der Bevölkerung waren Juden. Was haben Sie gewusst von den Transporten, als besonders der härteste Mann vom Eichmann-Kommando, Brunner 1, nach Griechenland von Eichmann geschickt wurde? Und er hat mir darauf geantwortet, naja, das habe ich nicht gewusst. Und daraufhin habe ich gesagt, selbst wenn Sie es gewusst hätten, Sie können es doch zugeben. Hätte sie vor den Zug legen können, um das zu verhindern? Aber ich frage Sie noch etwas. Was wissen Sie heute oder was wussten Sie als UNO-Generalsekretär von den Vorgängen in Griechenland? Da gibt es im Standardwerk, im wichtigsten Werk von Noel Hilberg, ein grandioses Kapitel über Griechenland. Und er hat damals mir geantwortet, ja, wissen Sie, ich habe so viel zu tun gehabt und ich habe keine Zeit gehabt, das zu lesen. Da habe ich gewusst, das ist ein Pudding, den man nicht annageln kann. Und
eine Kleinigkeit möchte ich schon ein bisschen irritieren. Also ich war 15 Jahre Redakteur beim Kurier. Damals war es schon so, wie die Griechenland-Diskussion war, dass der damalige Chefredakteur, damals gab es noch nicht die drei Bände von Hilberg, also in drei Bänden, sondern das große Buch von Ole Wolte Verlag. Und ich habe damals alle aufgekauft für den Kurier. Also da war man zumindest an der Griechenland-Sache interessiert. Aber ich habe den Waldheim dann noch einmal gefragt, zufällig, und ja da, wo das Theatermuseum ist. Und ich habe so getan, als ob ich also so sehr, sehr erregt wäre über sein Schicksal. Und da hat er mir gesagt, na was wollen Sie? Die Juden haben doch das meiste in der Hand. So hat er zwei Jahre später gesagt, ja, das war eine Kampagne, da gibt es nichts. Sie wissen doch von wem, sage ich, Oskütt. So hat er, also dann noch etwas, es hat ja auch Versuche gegeben, auch von jüdischer Seite, dass er nachher sagt, dass ich habe meine Pflicht getan, dass er dann eine Erklärung abgibt, ja, aber ich musste in dieser Armee dienen und so weiter. Das war er natürlich nicht bereit, um die Stimmen der Kriegsgeneration zu rückwehren. Das habe ich zumindest mit dem Waldheim damals erlebt im Hotel Haus. So, ja, der Vorschlag wollte das sagen. Ich wollte was sagen zu der Frage wegen der Medien und dem österreichischen Umgang nach Waldheim mit dem Nationalsozialismus. Das hat jetzt nicht unmittelbar mit Waldheim zu tun, was ich erzähle, sondern das Zentralorgan des intellektuellen Faschismus, der Falter, der wirklich des Faschismus unverdächtig ist, hat einmal einen länglichen Artikel gebracht über verschiedene Verfahren, eine Sammlung der Verfahren in Zusammenhang mit Haider, die der Haider gegen andere, hauptsächlich gegen Medienmitarbeiter geführt hatte. Darunter war ein Verfahren, das mich betraf, und das hat der Turnherr, der diesen Artikel geschrieben hat, auf folgende Weise zusammenfassend kommentiert. Der hat gesagt, also, Nazi ist ein alter Hurt. Und Total ist nicht wirklich ein Argument. Was war das zweite der Seite? Aber das erste, Nazi ist ein alter Hurt, das heißt, reden wir nicht darüber, ob einer ein Nazi war, was er damals gemacht hat, das ist eine vergangene Geschichte. Und das folgt uns jetzt zum Beispiel. Diese Einstellung hat nicht der Turnherr erfunden, aber er hat sie transportiert auch. Auch transportiert. Und das ist sozusagen die progressivere Seite der nicht prononziert kommunistischen, sondern sozusagen gemäßigt bürgerlichen, feschen, auch intellektuellen Gesellschaft, und zwar in der Metropole, also im progressivsten Teil Österreichs, in Wien. Das war's schon. Ganz hinten. Ich habe vielleicht eine selbst bisschen einige Frage und Bemerkung. Erstens wollte ich stellen, wie zum Plakat die könnten Sie aufstehen, da kann man sich besser kennen. Geht das? Zum Plakat, das damals in Geld gehalten. Ja. Das heißt, das war ganz bewusst Geld. Sie wissen natürlich warum. Und zwar Lichtenstein war ja auch Geld. Das heißt, die Farbgebung des Plakates war erst schon verdient und eindeutig assoziiert mit der Nazi-Vergangenheit. Die nächste Sache, ich kann mich erinnern, dass spekuliert wurde, dass der Waldheim ja nicht nur bei dieser SS kennt, sondern auch stationiert war eine Zeit in Jugoslawien, in der Geschichte, was hat er dort gemacht. Und er war ja auch im Generalstab. Also er wusste alles. Zur nächsten Sache mit Saloniki, er hat auch gesagt, er hat nichts bemerkt, die Juden, ein Drittel der Stadt war damals jüdisch, und er hat nicht bemerkt, dass sie verschwunden sind. Also das hat er auch nicht. War nach Urlaub. Wir waren noch vorher dabei schon. Ja, das weiß ich. Das ist gut, das ist okay. Dann habe ich noch eine Frage. Wenn ich Wander bin, ich muss leider gehen, deswegen frage ich jetzt Wander Belling. Ich habe jetzt recherchiert in die Stellungnahme von Wander Belling zu seiner Familie, aus der Familiengeschichte, Biografie.
Und da hat er sich eindeutig ausgelassen über seinen Vater. Das hat er nicht kommentiert. Er hat nur unter der russischen Revolution bekommen, dass die Familie geflohen ist aus Russland, das hat er gewusst. Und dann Estland, die Mutter ist Estin, soweit ich gehört habe. Und er hat aber, da war in Wanderbeni in Österreich ein Prozess gegen Wanderbeni. Jetzt habe ich nicht gefunden, mehr jetzt, dieser Wanderbeni, der freigesprochen wurde, in Österreich wurde jeder freigesprochen, es gibt praktisch keine Urteile, ob dieser Wanderbeni sein Vater war. Also nicht einmal in Wikipedia habe ich es gefunden. Das lief alles. Und das ist seine Aufgabe für Sie als Reporter, den nachzurecherchieren, warum er diese Frage auslässt. Also für mich ist das eindeutig. Genau das gleiche wie bei dieser Wahlscheibe. Er hatte diese lakunäre Ausfallsstörung, was die Familie geschieht. Da gewinnt er dann, wenn man das recherchiert. Wenn wir das recherchieren, gewinnt er dann. Der Unterschied ist, dass wir momentan noch nicht wissen. Ich möchte Sie nur auf eine interessante Argumentation hinweisen, die Sie gerade verfolgen. Wir wissen nicht, ob es der Vater von Van der Bellen ist. Ich weiß, dass sehr viele Prozesse gegen Nazis in Österreich sehr wohl zu Verurteilungen und auch zu Hinrichtungen führten. Es gibt sehr viele. Naja, Hinrichtungen waren nicht so viele. Verurteilungen waren am Anfang, aber 11.000 ist trotzdem viele. Das ist mal neu. Ja, aber das ist so. Aber Moment. 11.000 Verhandlungen, aber nicht Hinrichtungen. Nein, ich habe nicht gemeint. Verurteilungen. Oh ja, aber die sind noch. Ja, ja, es ist schon klar. Schon klar, aber es ist. Es ist cum grano salis. Ich habe es jetzt nicht so genau. Aber jemand kann sich nicht. Die ersten Verurteilungen waren ja da. Und dann. Bitte keine Co-Referate, ich würde ganz einfach sagen. Sie haben etwas gemacht, was meiner unzulässig ist. Wenn Sie mir nochmal zuhören, Entschuldigung. Ich höre. Mir. Also, achso, genau. Ich wollte sagen, die Prozesse. Jetzt bitte keine Kritik. Ich will das noch sagen, dass der Broder als Justizminister, ich habe es nicht verstanden, ich habe jetzt erst gehört aus Kreisen, warum er keine Prozesse mehr gemacht hat, weil er gesagt hat, er weiß, dass keine Verurteilung mehr kommen wird und dass das nur sozusagen kontraproduktiv ist, was ich nicht glaube. Aber das wird die Prozessordnung nicht ändern. Gut. Ich darf ja nicht wissen, ob das der Vater von Van der Bellen war. Das würden Sie nicht so wahrnehmen. Darf ich das ganz kurz weiterführen? Ist das nicht relevant? Also dann müsste man allenfalls Fragen stellen oder wissen, was er wirklich sagt dazu. Es waren schon mehrere Meldungen. Ich würde sagen, bitte nur mal ganz kurze Fragen stellen oder ganz kurze Statements abgeben. Okay? Zu dieser Frage weiß jemand was. Entschuldigung. Ja. Das hat geheißen für die Richtigkeit der Aussage. Ja. Und der hat in diesem Buch lückenlos nachgewiesen, dass es mit absoluter Sicherheit auszuschließen ist, dass er nicht über alle Details im Wahlkampf informieren muss. Und das hat mir schon genügt. Ne? Natürlich. Ja. Dazu was sagen? Nein, jetzt wieder zu der Frage vorher. Möglichkeit. Direkt zum Bohren. Direkt zum Bohren. Ja, direkt zum Herrn Van der Bellen. Der Walzer, der da hinten vor mir. Er hat sich eine perfekte programmische Arbeit geleistet. Und das waren die Ärgsten, die perfekten programmischen. So. Da hinten. Hallo. Die wollten nur zum Bohren sagen. Ja, nein, Sekunde, ganz kurz. Ja, ich wollte nur zu Van der Bellen vielleicht etwas sagen, muss allerdings gestehen, ich bin ein Grüner und somit nicht ganz unbeeinflusst. Er hat seine Biografie aufarbeiten lassen, die Sache von einem Historiker klären lassen. Also, dafür vielleicht generell was zu sagen. Ich glaube, wir tun uns nichts Gutes, wenn ich sage uns, dann meine ich so die gefühlte Linke in Österreich. Und das spüre ich auch bei dieser Diskussion jetzt da. Das wäre jetzt da spannend, ich bin auch wegen Waldheim natürlich hergekommen, weil diese Geschichte uns alle sehr berührt hat und Dank an alle Formen, die damals beteiligt waren, für unser Eins in den Tiefen der Provinz und nicht im Zentrum des Fortschritts, wie ich vorhin gehört habe, nämlich Wien. Also in Vorarlberg war das sehr wohltuend, dass es da Widerstand gibt.
gibt und dass es Aufklärung gibt und das war so um sich selbst. Ich darf dazu sagen, ich bin selber Historiker und bei meiner Dissertation war das so, als ich um Subvention angesucht habe, wurde ich vorgeladen beim Kulturamtschef in Vorarlberg und die erste Frage war, sind Sie Jude? Das war deutlich vor Waldheim, das war drei Jahre vor Waldheim, also das ist nichts auf ihn beschränkt, sondern das haben wir überall gespürt. Aber ich glaube, ich würde einfach bitten, wer eine Idee hat, was mich beschäftigt und seit vielen Jahren beschäftigt und in Zeiten wie diesen mehr denn je, wie das die gefühlte Linke hier in Österreich vielleicht auch wieder mal so, oder vielleicht endlich erst mal so etwas wie eine gesellschaftliche Hegemonie herbringt. Woran wir nämlich derzeit fehlen scheitern, ist der Rechten irgendeiner Form etwas entgegenzusetzen. Und die gefühlte politische Landschaft, die ist derart dramatisch nach rechts verschoben worden in den letzten Monaten und das findet nach wie vor noch statt. Und ich glaube, darüber wäre es politisch wichtig, dass wir diskutieren, was kann man dem entgegensetzen. Da ist die Medienlandschaft sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt, aber es ist nicht der einzige. Und wenn wir uns jetzt in Kleinkämpfe verstricken, Van der Bellen irgendwo noch im Jahr 45, so irgendwas, ich glaube, das bringt uns nicht weiter, ja. Ohne dass ich sage, das muss natürlich. Und daher sollten wir das Thema auch beenden. Ja. Ich bin in allen Punkten bei dir und daher sollten wir das Thema jetzt auch beenden. Ja. Ja. Ich würde sagen, nachdem einige Hände gehoben waren, dass bitte ganz kurze Statements und Fragen kommen, dass wir dann eine Runde noch am Tisch machen, dass wirklich alle drankommen. Bitte. Ja. Drei kurze Punkte. Punkt Nummer eins. Die New York Times hat schon im Oktober 1969 einen Artikel über die Kriegsgeschichte Waldheims veröffentlicht. Witzigerweise, damals war sogar noch ein bisschen Bono Kreisky im New Yorker Gespräch als potenzieller Kandidat für den Posten des Generalsekretärs. Ist diese Referenz zur Kriegsgeschichte Waldheims nie mehr in den New York Times aufgetaucht, bis zu seiner Wahl als Generalsekretär. Zweitens, das scheint nicht erforscht zu sein. Natürlich haben die Amerikaner die Waldheim-Akten nicht zugänglich gemacht. Aber nach dem, was ich höre, ist hier der Strom der im Balkan eingesetzten deutschen Truppen zum Teil informell über Triest zurück nach Österreich. In Triest gab es die regionale Zentrale des OSS. Ja. Und man hat mir gesagt, Waldheim soll sich dort auch eingetragen haben. Was dafür spricht, ist drittens, als das erste Kabinett eines österreichischen Außenministers 1945 zusammen. Karl Gruber war ein Mitarbeiter des OSS und mit der Tochter des Chefs des OSS verheiratet. Wen nimmt der ins Kabinett? Wenn jemand sagt, ich bin ja auch beim OSS, dann ist er qualifiziert, im Jahr 1945 ins Kabinett des österreichischen Außenministers. Und das scheint mir auch nicht hinreichend erforscht zu sein. Aber der Gruber war wieder ein Widerstandskämpfer. Ja, also, ja. Ja. Oder? Er war Widerstandskämpfer. Ja, die Hohl zum Schluss. Im letzten Abend. Also, ich darf Ihnen dazu nur sagen, lesen Sie mein Buch. Also, da gibt es ein Kapitel, das heißt Kurt Walter, mein Diener vieler Herren. Und da wird genau dieses Problem angeschnitten, dass er nämlich also sehr wohl die Amerikaner gut bedient hat, als auch die Russen gut bedient hat. Gromyko war sehr stolz auf ihn, den Genossen Sowjetunion, und erzählt, wie stolz er ist, dass das eine gute Entscheidung war, ihn zum UNO-Generalsekretär zu machen. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe den Herrn Kommerzialrat Kohn, der also Schreiber bei Mengele war, der hier in Wien gewirkt und gearbeitet hat und sehr, sehr gute Kontakte zu Israel gehabt hat. Er hat mir versprochen, wenn ich von Israel zurückkomme, dann werde ich dir sicher Unterlagen über den Waldheim bringen. Wir haben in Israel sicherlich Unterlagen über den Waldheim. Und als er zurückgekommen ist und wir uns im kleinen Sacher getroffen haben, wie immer, war er ganz bloß und gesagt, du, der Waldheim hat auch für uns gearbeitet. Ja? Also das ist und das war seine Selbstsicherheit.
seine Selbstsicherheit, die er gehabt hat, er hat über allen immer wieder zu Diensten, das hat er sehr, sehr gut verstanden. Und freiwillig im Sommer 1945 geht kein hoher deutscher Offizier freiwillig über die Enns vom Westen nach den Osten und zieht vis-à-vis von der sowjetischen Agentur in Baden in ein Haus ein. Also es gibt sehr, sehr viele, es gibt auch Berichte, wo sagen, es sind sehr viele sowjetische Offiziere in seiner Villa in Baden aus- und eingegangen. Ein Schelm, wer sich dabei was denkt. Aber ich habe das in meinem Buch versucht, ohne klagbar zu werden, aufzuzeigen. Und das ist natürlich das, was ihn die ganze Zeit begleitet hat. Ja? Er war gut. Er war für seine Ansprüche ein hervorragender Mann. Er hat wunderbar seinen Job für sich gemacht. Ja? Und damit ist er reich und gescheit und ich weiß nicht, was er ist. Da war noch eine. Ja, ein Aspekt der gesamten Wahlkampfsache, die wir heute uns hier ab. Was hat eigentlich Bruno Kreisky dazu gesagt? Der ist erst ein paar Jahre später gestorben, nachdem Wahlkampf Präsident wurde. Ja. Hat sich der überhaupt nicht geäußert? Oh ja. Und zwar. Du bist dafür zuständig. Politisch. Also er wollte ja ursprünglich, dass der Waldheim eine gemeinsame Kandidatur, Kandidat ist für ÖVP und SPÖ. Das war ursprünglich sein Plan. Der ist dann nicht aufgegangen und ich glaube, diese Situation war ihm höchst unangenehm und wenn er noch im Vollbesitz seiner politischen Macht gewesen wäre, hätte er das wahrscheinlich versucht zu verhindern, aber die Zeit ist über ihn hinweggegangen. Aber glücklich, glaube ich, war er damit sicher nicht. Ich möchte jetzt ganz etwas Unpopuläres sagen, wo ich Zeitzeugin war. Im zweiten Wahlgang war irgendein Empfang, ja, und alle Jungen kamen so meist nur blau und sagen, was sollen wir jetzt wählen und so. Und die Meißner Blau sagt, einer, der Heil Burg verursacht hat, den kann man nicht wählen. Also das war wirklich für mich ein Schock. Und dann habe ich noch der Freda gesagt, wie kannst du sowas sagen? Sagt er, ja, also Heimburg ist ganz wichtig gewesen. Also ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn die grünen Stimmen wieder woanders gegangen wären. Also es gab damals in diesem Jahr 1986 im Frühling, das kann man ganz klar und deutlich sagen, eine kleine Gruppe, das hat sich geändert im Laufe der Zeit, aber eine kleine Gruppe, die nicht die Mehrheitsposition innerhalb der Linken hatte. Von der Sozialdemokratie her wurde gemeint, dass es besser sei, dieses Thema nicht zu groß zu spielen. Die Grünen wollten in den Nationalrat und sahen eine Chance. Bitte? Und sahen eine Chance. Und es gab eine Diskussion danach im Oktober 1986 mit uns. Und es spaltete sich die Grünen in einerseits die Grünen, die wir heute kennen, und andererseits die Kommunistischen in diesen alternativen Listen. Und wir mussten mit denen streiten, die Kommunisten. Die Kommunisten haben den Wahlsieg von Waldheim begrüßt, als Sieg über die zionistische Kampagne. Nein. Absolut. Also absolut. Ich die Volksschule, ja. Ist so gestanden, ich erinnere mich genau. Ist so gestanden und kann ich, habe ich öfters schon nachgeschaut. Und es ist aber nicht wurscht. Es ist nicht wurscht, weil wir haben nämlich damals, und seither hat sich was verändert. Und deswegen glaube ich auch, möchte ich das aufgreifen, das stimmt schon. Ja? Es geht nicht darum, wenn wir das hier diskutieren, dass wir jetzt hier Grabenkämpfe aufführen. Darum geht es nicht. Weil es gibt jetzt eine veränderte Sensibilität in verschiedenen Fraktionen gegenüber den Fragen der Vergangenheit und auch Antisemitismus. Wenn man bei den Wahlen sehen. Genau. Und man wird bei den Wahlen sehen, wie stark, keine Frage. Aber
Aber wir wollten ja heute ehrlich diskutieren und uns erinnern. Weil das, was der Club wollte, war ja wieder das Vergessen auftreten. Und es gehört halt dazu, dass man sich das sehr ehrlich erinnert, auch kritisch der eigenen Position gegenüber. Kritisch der eigenen Position gegenüber finde ich, auch wir haben natürlich gewisse Dinge ausgelassen. Wir haben tatsächlich ab einem gewissen Moment gesagt, wir beschäftigen uns nicht mit den Kalkulationen des World Jewish Congress. Wir schauen nicht, wie es mit, für uns war es nicht ein Gewinn. Es war nicht, kein Gewinn, uns mit dem Wahlkampf weiter auseinanderzusetzen. Weil es ging ja eigentlich uns dann um die Frage, bei der wir auch etwas vorwärts bringen konnten. Also das, glaube ich, kann man schon auch für uns sagen. Und aber jetzt haben wir eine Situation, wo es wirklich möglich ist, und das finde ich so interessant, dass, ich weiß nicht mit welchem Erfolg, vielleicht ist es etwas, was sich wirklich nur an seine Pensionisten-Klientel richtet, denn Kohl war ja schließlich und endlich der Präsident der ÖVP-Pensionisten. Und dort punktet er schon vielleicht. Um zu scherzen, in Österreich der Senioren, in Österreich ist ja, es gibt überall zwei Begrifflichkeiten, war nur ein Scherz. Bei der ÖVP sind es die Senioren, die Pensionisten sind die Roten. Aber das war jetzt bloß ironischer Scherz gemeint, also man kann man reden. Also, damit möchte ich sagen, es hat aber bei der ÖVP meiner Meinung nach, hat es eine Triebkraft. Ja? Also, ich möchte sagen, ich glaube nicht, dass es eine Triebkraft, ich glaube nicht, dass man sagen kann, etwa, dass bei, und das liegt mir tatsächlich, dass ein Kandidat von der Bellen ein Problem hat mit der Vergangenheit des Nationalsozialismus. Ich glaube auch nicht, dass Andreas Kohl dieselbe Position hat, das muss ich auch sagen, gegenüber dem Nationalsozialismus wie 1986. Weil immerhin in der Zwischenzeit gab es die Restitutionsdebatte. Aber wenn es geht um die Frage des Austrofaschismus, ob man das Wort überhaupt in den Mund nehmen kann. Autoritärer Ständestaat. Genau. Oder wenn es geht um Waldheim, oder wenn es geht um die Frage, was bedeutete die schwarz-blaue Koalition, da haben wir noch immer total schwarze, also schwarze Flecken, da haben wir noch immer weiße Flecken, ne? Wo nicht darüber klar und ehrlich diskutiert wird. Ja, gern, ja. Ich würde sagen, ich würde jetzt wirklich nochmal eher sammeln und dann Podium retour. Also Schluss, ja, ich würde einen Vorschlag für den Vortrag von Professor Radkohl über das Haus der Geschichte, wir haben vor ein paar Tagen darüber gesprochen, genau das, was du gesagt hast, welche Widerstände hier sind, gerade auch zur Sache Balkon 1938, also das ist, würde man nicht glauben, dass Leute, die also im ersten Dachauer Transport zumindest Manze waren, dass Manze von denen, Söhnen und so weiter, diese Diskussion, also so interessant, die, was sie also verhindern wollen. Ich habe das nicht glauben wollen. Ich war vor 5, 6 Jahren bei ihm. Das wäre doch interessant, wenn man Radkohl einlädt. Unglaublich. Geschichte des Hauses der Geschichte und der Widerstände, die sie jetzt schon dagegen gelaufen. Geht's noch mal wieder? Ja, ich weiß jetzt nicht recht, wie die Tabellengeschichte überhaupt in diesem Land eingegangen ist. Ziemlich idiotisch. Ja, genau. Ich würde es auch nicht mehr aufmachen. Was die Themen von 86 betrifft, soweit ich Einblick hatte in das Milieu durch meine Frau, das waren alles keine Wahlteilnehmer. Also 100%. Entschuldigung, ich war zu alt. Ja, ich sag, nein. Ah, weil du gesagt hast, die Grünen, Die Grünen, gehen wir davon aus, dass es in allen sogenannten progressiven Parteien auch Deppen gibt. Da würde ich die Freda nicht dazu zählen, aber das, die konkrete Ansicht ja. Ja. Wer jetzt noch was sagen will, möge es mal die Hand heben, damit ich weiß, wie viele es sind. Gut, 1, 2, 3 waren es, 4, okay. Da hinten die Frau. Unfassbar. Ja, ich wollte das nicht schon weiter zurück zur Farbe G von den Wahlplakaten sagen, dass die Art, das zu verteidigen, auch in der Linie von Wahlplakaten,
diese Aussage widerrufen, dass das nur auf einen Fehler, die Farbe Gelb auf einen Fehler der Druckerei zurückzuführen ist. Und ich glaube, das ist für die österreichische Art. Ja. Sie haben von nichts gewusst. Herbert? Kommt uns sehr bekannt. Ich wollte zwei Punkte aufgreifen, was vorher schon auch einmal genannt worden sind. Ich meine, 30 Jahre danach, was bleibt. Egal aus welchem Kalkül die ÖVP das gemacht hat, es hat nur eine politische Kraft in Österreich profitiert von diesem, wie es Haslinger dann genannt hat, Politik der Gefühle. Das ist die Partei, die ihre Stimmen verzehnfacht hat. Seit 86 dann hinauf. Der langsame Aufstieg des Arturo Uy, wie ich ihn zu nennen pflege. Und insofern ist er weiterhin eine Nebenfigur. Ja, geschieht sozusagen aus der Zeitgeschichte aus. Weil für mich war dann sozusagen das Ergebnis dieses 86er Wahlkampfs eben dieser unhaltsame Aufstieg des Arturo Uy und seiner Bewegung bis heute in diesen 30 Jahren. Das andere, was ich noch sagen wollte, da gebe ich auch recht, aus meiner Sicht, war nicht, ob er jetzt wirklich Kriegsverbrechen gemacht hat oder nicht, ja, sondern die Art, wie er sie verteidigt hat. Ich habe meine Pflicht getan. Heißt das, dass die Widerstand geleistet haben, das Vaterland verletzt hat? Heißt es, dass die Widerstand geleistet haben, nicht ihre Pflicht getan haben? Was ist das für ein Pflichtverständnis? Das hat mich mehr geärgert und das glaube ich auch, und das wird man vielleicht auch noch diskutieren. Was steht denn hinter dieser Rechtfertigungsstrategie? Da brauchen wir nicht diskutieren, das ist richtig. Diese Einstellung ist völlig richtig. Ja. Was wollen wir jetzt diskutieren? Am Schluss dann bitte antworten, was dauert noch? Ich habe nur ganz kurz die Zahlen nachgeschaut und Waldheim hat im ersten Wahlgang 2,3 Millionen Stimmen gehabt und Speyer knapp über 2 Millionen. Federmeister Blau hat 260.000 gehabt. Im zweiten Wahlkampf, also zwei Wochen danach, hat Waldheim deutlich mehr Stimmen gehabt, 2,5 Millionen und Steyr nur 30.000 mehr, 2,1 Millionen. Das heißt, hier gibt es schon auch ein wirkliches Mobilisierungsproblem bei der Linken. Meine, bei der Linken, oder bei den Sozialdemokraten. Bei den Sozialdemokraten. So. Gut, das nehme ich auch gerne. Bei der SPÖ, nicht bei den Sozialdemokraten. Und das ist schon eine, also bei aller Wertschätzung, dass wir in die Vergangenheit schauen, auch wenn wir jetzt die nächsten zwei Monate uns anschauen, eineinhalb Monate uns anschauen, dass sich hier die Sozialdemokratie sehr wohl auch in die Pflicht nehmen muss, weil ja, die Alternative ist ziemlich alternativ. Na hallo, in dem Moment, wo man alternativlos in einer Demokratie sagt, hat man sie verloren, lieber Herr. Naja, aber wenn, also für mich ist ein blauer Bundeskanzler und blauer Bundespräsident, ja. Ja, dann hat sie nicht gedacht. Man muss nur ein bisschen eigenständig denken können. Dann okay. Dann im hinteren Raum war eine Wortmeldung vorher. Aber die eigentliche Frage war, würden Sie sagen, dass wenn die Aufdeckungsangabe früher losgegangen wäre, dass ein ähnliches Verhalten stattgefunden hätte, wie es heute gang und gäbe ist, dass man Kandidaten shiftet, Minister shiftet, respektive irgendeine Poli erfindet oder sonst irgendwas, dass man dann etwas eingeschoben hätte und aus dem Feuer rausgenommen hätte, wie es heute Strategie ist, denke ich. Oder würden Sie es auch als Folge sehen von damals und einfach, wenn er dieselbe Partei ist, im Endeffekt? Hast du das verstanden? Nein, nicht wirklich. Also, dass er wirklich unbeschadet früher aus dem Feuer genommen wäre. Also, ich meine, die Situation damals, als ich also Waldheims Einsatz in den Pripyat-Sümpfen unter SS-Kommando im April 85 in der ÖVP also thematisiert habe, war die Meinung, und die hat man mir so mehrmals dann mitgeteilt, der Waldheim muss kandidieren. Weil wenn der Waldheim nicht kandidiert, dann muss der Mock kandidieren und der Mock, der will nicht Bundespräsident werden, der muss Bundeskanzler werden. Also ich glaube, es wäre natürlich im April 85 wäre natürlich noch Zeit gewesen,
hier den Kandidaten noch zu ändern. Aber Mock war so erpicht, er wollte ja im Zuge dieser Waldheim-Wahl, ja, und des großen Erfolges, den er sich ausgerechnet hat, wollte er damals schon die Wende herbeiführen. Ja? Also der Bergmann, der mich ja, jetzt ist er gestorben, aber der mich ja wirklich verfolgt hat, in einem Maße, dass er schon psychisch auffällig war, nicht? Der hat mir ja vorgeworfen, dass ich quasi die Karrieren von einer ganzen Generation von ÖVP-Politikern zerstört habe, weil die Wende erst 2000 gekommen ist und bis dahin waren die schon alle in der Renten. Ja, also da war so viele Emotionen dahinter, dieser Verlust, also der, insofern war die Wahlkampagne, und da hat das schon einen Sinn gehabt, weil sie hat den Höhenflug der ÖVP gestoppt. Ja, dadurch, dass sie den, ich habe ihm gesagt, na, hätte es den Sinn, was es nicht umgebracht, hätte es vielleicht leichter gehabt, wie gegen den Franitzky. Ja, also sie haben sich ja mit dem Umbringen des Sinnerwarts durch dieses missliche oder wahnsinnige Gerichtsurteil, wo sie einen ganzen ÖVP-Landtagsklub also bis zu 300.000 Schilling Strafen verurteilt haben, SPÖ, Entschuldigung, haben sie ja sich selber die Niederlage selbst geschaut, es war ja ein Bürosieg. Dann ist Franitzky gekommen und damit hat es der Mock nie wieder geschafft, Kanzler zu werden. Und die Wende ist erst 2000 gekommen. Gut. Ich glaube, dass das, was sich damals gezeigt hat, war, dass sehr wohl das Setzen auf das Ressentiment damals funktioniert hat. Und das, was jetzt sich zeigt, und ich fand das sehr wichtig, den Hinweis, Waldheim war das Auslaufmodell, Haider war der Prototyp. Und wer Waldheim säte, erntete Haider, so wie wir es damals sagten. Und heute ist das noch viel radikalisierter durch diese FPÖ-Burschenschaftler. Und wir stehen einer Situation gegenüber, in der tatsächlich wir annehmen können, dass im zweiten Wahlgang Hofer in die Stichwahl kommt. Und dieser waffenscheinheilige Mann, der sich wirklich immer wieder in verschiedenen Positionen rassistisch geäußert hat und auch das Verbotsgesetz und was auch immer wir das immer dreht und wendet, da wird es tatsächlich eine Aufgabe sein, finde ich, dass man, dass das, ich sage nicht nur die gefühlte Linke, sondern ich sage, dass da die demokratischen Kräfte zusammenhalten, um so etwas zu verhindern, und darauf hoffe ich sehr. Und ja, ich glaube, das ist etwas, was gewachsen ist seit 1986. Kräfte innerhalb der Zivilgesellschaft. Der Club ist eine Kraft darin, die sich sehr wohl mit der Vergangenheit auseinandersetzen und die gegen Rassismus stehen und die für die Menschenrechte stehen und die klar und deutlich sagen, damals haben jene die Pflicht erfüllt, die Widerstand geleistet haben. Und heute stehen wir gegen eine Rechtsentwicklung in Europa. Und das klar und deutlich auszusprechen, das ist für mich in diesem Wahlkampf auch wichtig, da nicht herumzutun, sondern klar zu sagen, worum es geht. Da muss ich sagen, dass man wenig hört. Wenig hört, was man tut gegen eine drohende Koalition unter FPÖ. Und für mich ist das wichtig. Für mich ist das wichtig und für mich ist das entscheidend. Für mich ist das entscheidend, weil es nicht nur dann Österreich als solidär wäre, weil es dann nicht nur Österreich in einer Quarantänestation wäre, sondern es wäre Österreich in einem Block mit Ungarn, der Slowakei, Polen und kommenden Wahlen in Frankreich. Und da ist das entscheidend. Ja, also ich wollte eigentlich noch was zum Waldheim sagen, aber das verlasse ich jetzt. Ich sehe die Entwicklung, also für mich eines der wichtigsten Statements heute Abend war der Herr Grün, Herr Walser aus Vorarlberg. Ich sehe diese Einigkeit nicht und ich sehe
Ich sehe die Gefahr. Ich sehe die Gefahr, so wie er. Ich sehe kein Rezept, weil ich beschäftige mich mit Faschismus und Faschismustheorie, wahrscheinlich auch familienbedingt, seit meinem 20. Lebensjahr. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, die FPÖ, so wie sie jetzt haben, die ich als große Gefahr sehe, so in eine Definition zu bringen, dass ich mit selben Argumenten dagegen kämpfen kann, wie ich gegen Faschisten kämpfen konnte, als es noch wirkliche Faschisten gegeben hat. Die sind ja inzwischen ja alle ausgestorben, nämlich die Altfaschisten. Ja? Da sehe ich eine sehr, sehr große Gefahr und ich weiß nicht, ich denke viel darüber nach, ich habe keine Ahnung, wie man in einer Situation, die sozial dermaßen schwierig ist, wo die Mittelschicht, die eigentlich immer Träger eines liberalen Bürgertums war und daher immer aus sich heraus eine antifaschistische Tradition gehabt hat, dieses Bürgertum ist von der Sozialdemokratie in den letzten Jahren bewusst zerstört worden, um soziale Unterschichten oder Randschichten sozial abzufedern, die aber nicht bei der SPÖ geblieben sind und zur FPÖ gelaufen sind. Also ich spreche jetzt von Wien, ich spreche gar nicht von Kärnten, wo ich also das halbe Jahr immer verbringe. Dort ist die Situation überhaupt ganz anders. Ja? Also dort sehnen sich die Leute eigentlich wieder nach dem Heider zurück. Nein, entschuldige, ich komme von unten gerade. Ja, im Spital in der Trau ist es aber so. Ja, vielleicht ist es in Villach nicht so. Also in Oberkärnten ist es so, der Kaiser ist zwar sehr beliebt, ja, aber wir wollen jetzt keine Kärntendiskussion, aber ich wäre froh, wenn mir etwas einfallen würde, wie man also die FPÖ wirklich systematisch und erfolgreich bekämpft. Ja, ich werde jetzt, geht nicht mehr ins Publikum retour, sonst sitzen wir ewig, aber ich bin jetzt trotzdem, ich nutze mal die Situation, dass ich der Moderator bin und nehme mir trotzdem Schlussworte heraus, vor allem weil der Georg ein bisschen eine pessimistische Stimmung noch verbreitet hat. Ich bin einigermaßen oder mit sehr vielen Punkten in Übereinstimmung mit dem Herrn Malser und ich glaube auch, dass sich seit 86 im Bereich der Linken etwas geändert hat und ich glaube auch, dass der Linken, unter Anführungszeichen, ja, und ich glaube auch, dass das, was so ein Grundziel des republikanischen Clubs war, nämlich die Vergangenheit aufzuhellen, als was Wichtiges ist und dass das natürlich auch dazu beitragen muss, die Gegenwart aufzuhellen. Das Problem ist nur, dass die sogenannte oder von sich selbst glaubende Linke hat, ist meines Erachtens nach, dass wir das, wie du auch gesagt hast, dass aber auch demokratische Positionen, antifaschistische Positionen Meinung mehrheitsfähig machen müssen, dass die hegemoniefähig werden müssen. Und das kann man nicht nur, wenn man immer im gleichen Zirkel praktisch diskutiert. Das muss man rausbringen. Ne? Das muss man breit rausbringen. Ne? Und da ist gut, wenn wir intern diskutieren und vielleicht ein bisschen streiten, aber in Summe geht es darum, dass man doch einen sehr, sehr großen Grundkonsens, sagen wir, in diesem Kreis ganz einfach hat, das gemeinsam rausbringen muss. Wir werden sehen, was wir mit dieser Wahl schaffen werden, ja, oder vor dem zweiten Wahldurchgang schaffen werden, aber de facto ist das ein Projekt, das man sich setzen muss und es kann nicht unbedingt Sinn der Sache sein, ganz einfach, dass wir uns selber zerfleischen, sondern dass man ganz einfach wieder ein gesellschaftspolitisches Klima herstellt, wo wir unsere Positionen, so divers die sein mögen, aber wo ein Grundkonsens doch bei den zentralen demokratiepolitischen Positionen ist und beim Antifaschismus ist, dass wir das mehrheitsfähig machen. Und da gebe ich den Georg sehr, sehr recht. Ja. Das wird uns bei der traditionellen Arbeiterschicht und bei den Gruppen, die heute schon wirklich sehr prekär sind, noch viel, viel schwerer fallen. Und das wird in erster Linie wahrscheinlich eine Aufgabe der Sozialdemokratie sein müssen, ja, weil das die Grünen aufgrund ihrer Struktur und von ihrer Zielgruppe nicht so erreichen könnten wie die Sozialdemokratie. Aber das heißt, die Mehrheitsfähigkeit einer demokratischen, einer antifaschistischen Mehrheit, die müssen wir wohl gemeinsam bringen und das muss
größer sein als das, was ich jetzt genannt habe. Gerade bei diesem Wahlgang muss das wirklich eine breite Bewegung sein, wo es darum geht, ganz einfach die demokratischen Kräfte, die es ja bis weit rein ins bürgerliche Spektrum ganz einfach gibt, ja, die muss man ganz einfach gewinnen, dass man ganz einfach, egal wer von diesen rechten Kandidaten, es wird wahrscheinlich Hofer sein, ja, im zweiten Wahlgang steht, dass der keine Mehrheit bekommt. Ja. Und da geht es dann wirklich darum, dass sich quer durch alle Gruppen, Gruppierungen, sei es Zivilgesellschaft, sei es politische Parteien, sei es Privatpersonen, ganz einfach einmal wirklich voll auf die Schiene hauen und kämpfen. Ja. Und ich bin überzeugt, dass wir das im zweiten Wahlgang schaffen können, aber ich bin nicht überzeugt, dass es leicht sein wird. Ja. Und ich glaube es auf jeden Fall. Und daher denke ich mir, dass man sofort auch im privaten Bereich beginnen sollte, ganz einfach diesen Wahlkampf jetzt durchzuführen. Egal für welchen Kandidaten, im zweiten ist es ohnehin klar. Und ich würde jetzt trotzdem noch sagen, dass alle noch da bleiben können, auch private noch diskutieren können. Hinten gibt es noch immer ein Buch zu kaufen. Hinten kann man sich noch immer gratis die Zukunft abholen. Und das Dritte, das ich noch dazu sage, es gibt auch ein Kärtchen, wie man die Zukunft abonnieren kann. Und die Preise sind hinten drauf. Ich würde uns sehr freuen, nachdem die Zukunft ja das letzte Diskussionsorgan der Sozialdemokratie oder das letzte linke Diskussionsorgan der Sozialdemokratie in Österreich ist. Ja.